Unser Ehrenmitglied und Ehrengast Louis Lach. Der Anlass für die Anwesenheit Louis Lachs war die Enthüllung eines Gedenksteins in Lahna, an jener Stelle, wo bis 2001 der Hofmannhof stand, Heimathaus von Georg und Jörg Pircher. Georg war nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1943 kommissarischer Bürgermeister von Lahna und hat sich später um Rücksiedler gekümmert. Jörg Pircher gehörte zu den Attentätern der 60er Jahre, saß 9 Jahre lang ein und starb 1988. Schützenkompanien aus nah und fern gedachten ihrer zum 20. Todestag von Jörg Pircher. Auch eine Abordnung der Partnerkompanie aus dem fernen Buchholz bei Hamburg war angereist. Der 75-jährige Louis Larch aus Dorf Tirol wurde wegen der Attentate auf Porze, Scharte und Steinalm in Abwesenheit zu 25 Jahren Kerker verurteilt. Im vorigen Jahr, kurz vor der Verjährung, wurde Larch, der mit österreichischer Staatsbürgerschaft in Graz lebt, begnadigt. Das Dasein, das kann man nicht erklären. Das kann man nicht erklären, das geht nicht für heute Morgen. Der letzte in Italien noch unerwünschte Südtirol-Attentäter von jenen, die nicht lebenslange Haft bekamen, ist nun Adolf Obexer, Jahrgang 1940. Obexer lebt mit italienischem Pass in Innsbruck und gilt laut Bozner Überwachungsgericht immer noch als gemeingefährlich. Obexer wurde zwar nicht begnadigt, aber seine Tat, für die er 24 Jahre erhielt, gilt als verjährt. Diese beiden Fälle sind die letzten, wo juridisch etwas machbar ist, denn die übrig gebliebenen Südtirol-Aktivisten, das sind die Buschtorp-Burben, Kienesberg und Hartung, die sind zu lebenslänglichen Strafen verurteilt worden und können eigentlich nur auf die Begnadigung durch den Staatspräsidenten warten. Über die Südtirol-Attentate der 60er Jahre könnten in naher Zukunft indes weitere Einzelheiten bekannt werden, wenn sich Louis Larch dazu entschließt, darüber zu reden. Was zurzeit passiert ist und wie das passiert ist und was Fehler gewesen sein und nicht Fehler, das wird alles kommen.